ist dieser Beruf und auch meine Verantwortung für den Beruf immer wieder neu. Man wird ausgezeichnet, man freut sich und eine Woche später denke ich, ja, das war's dann, ne? Da kommt aber jetzt nichts mehr, oder? Diese Unsicherheit ist einfach in meinem Leben eine Konstante. Ich fand immer schon, dass das eine besondere Schauspielerin ist. Du. Nein, nicht für dich, nicht schon wieder für dich, für mich. Was bin ich für mich selbst und was tue ich? Ich kenne niemanden Vergleichbares. Die Senta lacht sehr gerne. Ja? Ich kann auch mit ihr wahnsinnig viel lachen. Gib mir einen Kuss. Es ist so schön, wenn du mir einen Kuss gibst. Wenn sie sieht, dass es mir gut geht, dann geht es ihr auch gut. Ich finde es toll, wie meine Mutter den Alltag bewältigt und trotzdem Künstlerin ist, weil das ist sie für mich. Ich finde mich wieder in guten Geschichten. Das muss dann auch gar nicht eine große Rolle sein. Ich habe große Rollen gespielt und ich möchte gute Geschichten miterzählen. Das ist das, worum es mir eigentlich geht. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüß dich. Grüß dich. Immer noch erkältet. Sei vorsichtig. Guten Morgen. Ich muss viel husten. Guten Morgen. Hey, guten Morgen. Senta Berger ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Schauspielerinnen in Deutschland mit internationalem Renommee. Eine einzigartige Karriere zeichnet sie aus. Im Theater, Kino und in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem im Fernsehen. Was sagst du sonst noch was? Nein. Mit ihren 10 Zetteln. Ach so, mit ihr, wenn die dir... Also es macht deshalb Spaß, wenn wir uns so gut verstehen, der Gerd Anthoff und ich. Das macht schon Spaß, wenn man sich wirklich mag. Bei uns im Dezernat ist es manchmal wie im Kindergarten, Herr Staatsanwalt. Das spricht für die Jugendlichkeit meines Kollegen, dass er sich noch so gut an den Kindergarten erinnern kann. Was soll dieser verletzende Ton? Den Ton bestimmen Sie, Herr Kollege. Haben wir es wieder? Rein sportlich gesehen, ja, wenn du verstehst, Eva. Rein sportlich gesehen? Habe ich mir ausgedacht. Ja, dachte ich mir doch. Frau, ja. Ich habe das auch gestrichen. Das ist nämlich ein Bogen zu viel. Ja. Ich dachte, dass du das der Michael mir guten Morgen sagt. Natürlich. Ich hoffe immer, du bist es. Jawohl, du bist es. Das freut mich sehr. Wir sind schon in der ersten Probe. Und, ja. Guten Morgen. Aber der Eddie hat gesagt, du darfst mir guten Morgen sagen und mir nicht, nein. Man hat uns sehr früh, als wir beide so auf dem Absprung waren, hat man uns manchmal so in der Boulevardpresse so dissoziiert. Also du bist der Regisseur und du bist die Schauspielerin und ihr wollt beide Karriere machen oder macht's gerade, ja, gibt's da auch sowas wie eine Eifersucht? Das kann ich nur sagen, jemand, der so fragt, kennt den Beruf nicht richtig. Für uns war der Beruf, glaube ich, eher eine Klammer und ist es immer noch, als dass uns da etwas auseinandergebracht hätte. Michael ist ja Regisseur und Schreiber, Autor. Er war ein Mann, der immer gesagt hat, das schaffen wir schon. Ich bin ja auch noch da. Mach das. Das ist gut. Nein, natürlich kannst du das. Aber Senta, natürlich kannst du das. Immer. Er hat mich zu allem ermutigt. Seit 1966 ist Senta Berger mit Michael Verhoeven verheiratet. Die beiden führen eine ungewöhnliche, offensichtlich harmonische und glückliche Künstlerehe. Vor deren Beginn, als sie schon vielbeschäftigte Schauspielerin war, stand bereits die Gründung der gemeinsamen Produktionsfirma. So ganz und gar ungeschützt habe ich für Clark Gable geschwärmt und für James Dean. Diese Ziele von damals stimmen noch mit den heutigen überein. Und darum ist auch die kleine Firma eine kleine Firma geblieben. Weil wir im Grunde nur Dinge produzieren, die uns wirklich wichtig sind oder die uns gefallen, die uns unterhalten. Und weil wir damals keine jungen Produzenten kannten und hatten, wurden all diese Filmemacher, die Regisseure, die Autoren, die wurden Produzenten. Nicht, weil sie plötzlich so toll Betriebswirtschaft studiert hatten, aber die Bioskopfilm wurde gegründet von Margarete von Trotter, von Volker Schlöndorff. Die Sentana von der Senta und von Michael Verhoeven. Kluge hat seine eigene Firma gegründet. Wim Wenders hat seine eigene Firma gegründet. Wir mussten das machen. Sonst hätten wir unsere Themen nicht umsetzen können. Senta Berger, Michael Verhoeven, der Herbert-Strate-Preis. Herzlichen Glückwunsch. Nee, die Senta ist noch nicht dran. Ich muss noch was sagen. Ein Mirakel.
Ich kann es nicht erklären, also wie da zwei Menschen zusammenhalten, bei Ihnen jetzt, glaube ich, 45 Jahre, die so stark sind als Persönlichkeiten, auch so unterschiedlich denken und fühlen und sich immer wieder zusammenraufen. Das ist schon erstaunlich. Das liegt in diesen beiden Persönlichkeiten, die so in sich ruhen und so stark sich auch wieder aneinander reiben, aber auch wissen, dass sie das brauchen, das in sich ruhen und das aneinander reiben und dass sie sich doch gegenseitig was schenken. Und das ist natürlich, das ist auch wieder ein Geschenk, dass zwei Menschen sich so gefunden haben. Ja, also die Senta kann schon ein bisschen schmälere Lippen bekommen, wenn der Michael sagt, jetzt mach mal das so. Und sie kann dann schon mit etwas erhobener Stimme sagen, Michael, das mache ich nicht oder so. Aber ich meine, die beiden einigen sich. Ich finde sowieso erstaunlich, wie man als Ehepartner so zusammen, so eng zusammenarbeiten kann. Sie sollen, so sagt man, nichts delegieren können. Sagt man. Dann sagt man Ihnen sicherlich auch, dass ich eigentlich keine Frau wollte. Ist das ein männliches oder ist das ein ländliches Vorurteil? Das ist Wasserburger Tradition und die ist den Männern heilig. Aber Sie wollen jetzt mit dieser Gewohnheit brechen. Das Risiko ist kalkulierbar, denke ich. Die Senta als Partnerin ist eine ideale Partnerin. Wenn eine Situation war und ein Dialog war und man sagt, also das ist ein Satz, der ist ja unsäglich dämlich, wie kann man denn das anders sagen? Dann sagt sie, weißt du was, ich sage jetzt so und dann sagst du so und dann sag ich so und ich so. Okay, sag ich, wunderbar, herrlich. Es ist immer ein Spielraum auch da gewesen für... Ich sage jetzt nicht Improvisation, sondern man musste das natürlich schon genau festlegen. Aber sie war immer flexibel, immer da und immer spontan. Und ich finde das als Partner wahnsinnig angenehm. Ich hätte schon längst mit dir darüber reden sollen. Ja, ich bin verletzt. Ich blöde Kuh. Naja, und jetzt bist du Vater und da gibt es überhaupt keine Probleme. Also mit mir gibt es überhaupt keine Probleme. Zufrieden? Sie schafft es wirklich, auf dem Set, am Filmset, eine tolle Leistung als Schauspielerin zu bringen. Das ist ja ein ganz eigener Prozess. Und dann noch einkaufen zu fahren zum Supermarkt, abends nach Hause zu kommen, die Tüten reinzuschleppen, noch irgendwas zu kochen, zu zaubern, dann noch aufzuräumen. Meine Mutter sieht sich als eine Handwerkerin und sieht auch das Schauspiel als Handwerk und unseren Beruf als Handwerk. Und meine Mutter kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, das darf man nicht vergessen. Die kommt aus einer Zwei-Zimmer-Wohnung, wo sie mit ihren Eltern gewohnt hat, bis sie 18 war oder so. Und das hat sie natürlich sehr geprägt. Der Vater war als Musiker wenig erfolgreich, die Mutter dagegen dynamisch und immer positiv. Senta blieb Einzelkind, auch weil es die Verhältnisse nicht anders erlaubten. Man denkt ja, dass arme Leute kein Interesse haben für die Kunst. Aber das ist nicht so und das war auch nicht so. Also wir mussten unglaublich rechnen, das weiß ich. Und viele Klimmzüge machen, damit das Geld bis zum Monatsende noch langte. Aber meine Eltern hatten ein Abonnement in der Oper. Natürlich am Juche, wie wir in Wien sagen, also dritte Galerie. Aber sie hatten dieses Abonnement. Also ich war schon umgeben von Kunst und auch meine Mutter hat sich dafür interessiert, obwohl sie, wie sie das selber auch immer wieder wiederholte, viel zu wenig davon verstand. Aber sie hatte immer ein gutes Urteil. Ich wollte immer das schlimmste Kind haben. Und ich habe vielleicht auch gemeint, lebhaft. Ich habe vielleicht gar nicht schlimm in den Sinn gemeint. Ne? Aber sie war sehr, sehr lebhaft. Und überhaupt sehr ansprechbar für alle Leute. Ist ganz egal gewesen. Und es nie übergangen ist, wo wir eingekauft haben, hat sie immer gesagt, Herr Braun, soll ich Ihnen was vorsingen, kriege ich dann einen Zucker? Und ja, natürlich hat sie einen Zucker gekriegt. Ne? Der größte Fels in der Brandung war immer die Oma, die jetzt leider nicht mehr lebt. Aber die war immer der Ruhepol in der Familie. Meine alles über alles geliebte Resi-Oma, die war immer da. Und mir ist es gar nicht aufgefallen eigentlich, dass die Mama öfters mal nicht da war. Das war für mich ganz normal. Also, und wenn sie dann da war, dann ist sie mit mir zu den Fußballspielen gegangen und hat mir meine Fußballschuhe zugebunden und war die liebevolle Mama, wie man sie einfach braucht. Hol den Fußball schnell und dann schieß mir ein Tor. Triple! Du bist... Und ist noch ganz klein. Immer. Ab und.
Ich war immer sehr fasziniert von Filmen, einfach von diesem Medium. Ich wusste ja nicht, was der Beruf ist. Ich dachte, der Beruf hat zu tun mit Autogramme geben und Reisen. Und was ich halt so gesehen habe in den Zeitschriften, Film und Frau, Filmrevue, das war meine Lektüre, als ich ein Teenager war. Mit 16 beginnt Senta Berger ihre Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Die angestrebte Theaterlaufbahn nimmt jedoch eine Wendung, weil sie den Versuchungen des Films nicht widerstehen kann. In ersten kleinen Kinorollen in Österreich macht sie auf sich aufmerksam und schafft schließlich den Durchbruch in Berlin. Das waren meine Handwerksjahre bei Brauner, so hieß der Produzent, der mich damals engagierte. Und ich machte bis zu 10 Filme für Brauner in einem Jahr. Manches Mal drehte ich in 2 Filmen gleichzeitig. Montag. Also gut, Montag. Aber nur, wenn Sie ganz artig sind. Im September 1963 hatten wir uns kennengelernt. Er war einer meiner Filmpartner gewesen in einem Film, Jack und Jenny. Und da habe ich gefragt, und wer ist meine Partnerin? Senta Berger. Um Gottes Willen. Also war ich richtig gehend fertig, muss ich sagen. Weil die gefiel mir schon so lange. Und da habe ich gedacht, wie kann das werden und so. Und dann musste ich sie gleich küssen. Konnte ich nicht. Ich habe schon gemerkt, oh, Michael Verhoeven. Naja, und dann musste er es machen und dann haben wir uns tatsächlich im Studio geküsst. Seit dem Moment sind wir ein Paar. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair. Mein Mann ist auch mein bester Freund, meine beste Freundin, muss ich sagen. Ich würde sagen, grundsätzlich erzählen wir uns alles. Ich spontan, sofort. Michael, nach einigem Nachdenken, das kann auch länger dauern, bis er mir etwas sagt, was ihm vor einem halben Jahr an mir aufgefallen ist und was ihm nicht behagt, zum Beispiel. Ja gut, also ich meine, ich bin dann immer noch so widerborstig und sage, also ich verstehe dich nicht, warum hast du jetzt so lange mit dir rumgetragen? Das könnte ich nicht. Wir sind wahnsinnig verschieden und es scheint, dass das gut ist. Hast du schon mal daran gedacht, in die Vereinigten Staaten zu gehen? Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, Mädchen. Kritisch geworden gegenüber dem deutschen Kino der 60er Jahre, gelingt Senta Berger der Sprung nach Hollywood, ins internationale Filmbusiness. Sie dreht mit Weltstars wie Charlton Heston und Kirk Douglas, ohne letztlich selbst ganz an die Spitze zu gelangen. Hätte man nie träumen lassen, dass es nach Amerika holen, ne? Nein. Da war ich nicht glücklich, weil es so weit weg war. Aber dann bin ich nachgefahren. Nicht? Und da war ich auch nicht glücklich, weil ich habe so wahnsinnig Heimweh da drüben gehabt. Und sie eben auch. Ich meine, das hätte drüben ganz anders ausgehen können, wenn wir nicht so am Heimweh gelitten hätten. Ja, ich hatte da einige Erlebnisse, die mich verwundert haben, die auch wehgetan haben, die mich auch erniedrigen sollten. Nun war das ja gerade mal wenige Jahre nach dem Krieg. Und viele saß noch sehr tief. Und viele hatten sehr persönliche Erlebnisse, die sie mir natürlich auch erzählt haben. Und für die sie mich auch verantwortlich gemacht haben. Und ich habe viel über deutsche und österreichische Geschichte in diesen Jahren in Amerika erfahren. Ich musste wissen, wovon die Rede ist. Und ich musste auch argumentieren können. Es war, als ob wir in einem Ballsaal in Wien wären. Es war eine schöne Illusion. Der Lieutenant hat Stil. Und er ist vor allem sehr charmant. Er ist ein Abenteurer. Aber ich mag ihn trotzdem. Was mir ganz neu war, war die Umsicht, mit der man beim Kino gearbeitet hat. Ich erinnere mich mit Sam Peckinpah, dass wir einen Tag probiert haben und dann gesagt haben, na jetzt hören wir aber auf und wir gehen jetzt nach Hause und denken über alles nach und wir drehen das dann morgen. Ja? Ich meine, es gab eben auch, was weiß ich, 70 Drehtage oder sowas für so einen großen Film wie Major Dunn, die Sierra Caribe hieß der auf Deutsch. Das war schön, aber
Was vielleicht viel wichtiger war für mich in diesen Jahren vor allem, war diese unglaubliche Öffnung meines Horizontes. Also ich habe angefangen, englische Literatur zu lesen. Ich war in New York, ich war in Los Angeles, ich habe das ganze Land bereist. Das hat einfach dieses Vorstadtmädel, was ich ja immer noch in mir herumgetragen habe, erwachsen werden lassen. Hey, that's no way to say goodbye. Ach Gott, wir Frauen, was tun wir uns denn alles an? Dann hat sie es fallen lassen, weil sie halt mit mir zusammen sein wollte. Und ich konnte ja nun nicht nach Hollywood. Und also sagen wir mal, das gehört aber in ihre Eigenschaft, auf Dinge ganz spontan zu reagieren. Das ist dann wurscht, wenn in Hollywood sagt, ja, aber hier wäre doch noch eine tolle Rolle. Nee, dann will sie nach München. Sie wollte gar nicht in München sein, weil sie so eine Wienerin ist. Ich finde München sehr hübsch, aber ich finde, München könnte noch hübscher sein. Ich würde gerne mal mit Herrn Oberbürgermeister Vogel darüber reden. Ich glaube, er sollte mehr Bäume pflanzen. Auf der Leopoldstraße zum Beispiel. Und die Nachwelt würde es ihm danken und würde ihn dann vielleicht den Bäumevogel nennen in der Schulstunde oder so irgendwas. Dann hat sie eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen, mir zu zeigen, dass eigentlich München und überhaupt Deutschland nicht ihr Platz ist. Wo gehst du denn jetzt hin, Santa? In was für einer Gegend? Ja, ich bleibe ein bisschen hier. Das wird mir sehr gut tun. Ich bleibe ein bisschen in Wien und ein bisschen in München, wo ich jetzt auch eine Wohnung habe. Und werde dann erst im Mai, Anfang Mai nach Israel fahren, wo ich meinen nächsten amerikanischen Film drehe, der auf Englisch heißt The Great, der große Schatten. Ja. Mein Partner wird sein Kirk Douglas. Zu Israel hat Senta Berger bis heute ein besonderes Verhältnis. Als politisch bewusste, engagierte Frau und als Schauspielerin. Hier begleitet sie ihren Mann nach Jerusalem. Zur Premiere seiner Dokumentarfilme über das Dritte Reich. Die Leute sind wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen in Eile, weil es ist ja Schabbos, ne? Wenn die Sonne untergeht, ja, müssen sie zu Hause dann müssen sein. Sie drum, ja, drum, und alles vorbereitet. Darum gehen sie schon zum Teil sehr schnell. Das ist ja auch interessant. Ich habe in Israel gearbeitet, ich habe hier zwei Filme gemacht vor langer, langer Zeit. Und ich erinnere mich ganz stark, dass ich vor Jahren, das ist, glaube ich, 40 Jahre her, da oben auf dem Berg stand bei dieser Kirche. Jerusalem war damals noch eine geteilte Stadt. Und wir standen hinter Stacheldraht. Das war der junge Michael, der mich besuchte in Israel damals, und mein junger Chauffeur Abraham Schwarzbart. Und wir sahen auf dem Tempelberg und auf diese goldene Kuppel und waren unendlich traurig. Und eigentlich sollte ich jetzt ja sehr glücklich sein, nun, da ich in dieser geeinten Stadt bin. Nun weiß ich aber wiederum, wie diese Stadt vereinigt worden ist und welche Widerstände es gegen diese Einigung gibt. Und das macht mich natürlich auch ein bisschen traurig. Ani ochevet otra. Das heißt, ich liebe dich, Aluf Stone. Auch ein General sollte das auf Hebräisch lernen. Niemand wird mich lieben, wenn das hier vorbei ist. Niemand von den Lebenden. Dann werde ich tot sein. Am Anfang, als ich hörte, also du bist die Partnerin von Kirk Douglas, war ich schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, aufgeregt, lampenfiebrig. Und schon am zweiten Drehtag war das Kirk, Santa, wollen wir einen Text machen? Man isst zusammen, wir sind in der Wüste gesessen bei 45 Grad und haben Spiegeleier auf dem Lastwagen gebraten. Das bindet, aber auf eine andere, auf eine sehr viel schönere Weise als dieses Gefälle, junge Schauspielerin, großer Star. Das verliert sich Gott sei Dank. Außerdem, vielleicht hat er auch von mir was profitiert, ich weiß nicht. Es geht ja immer andersrum, die Frage, was haben Sie von den großen Stars gelernt? Na, ich muss sagen, das ist immer ein Geben und Nehmen, das kann man nicht so auseinanderhalten. Komm nur. Oh, das ist ja wirklich Kindergarten. Aber was kann es? Gar nichts. Natürlich, der fährt. Unsere Kinder wollen noch was haben. Sie heißen dann Iron Man und so, oder? So, das ist Fausto Coppi.
Schließlich hat unser Sohn Luca uns zu Großeltern gemacht über Nacht. Wenn ich Probleme habe, egal welcher Art, oder auch meine Frau oder mein Kind, meine Eltern sind für uns da und können uns vielleicht nicht immer helfen, aber immerhin einen guten Ratschlag geben. Und dadurch, dass ich ihnen meine Probleme auch gerne mal mitteile, ist natürlich auch ein besonderes Vertrauensverhältnis da, weil sie wissen, ich vertraue mich ihnen an. Was glaubst du, was ich jetzt bezahlt habe? 30 Schäcke. Ja, no, das ist 7 Euro. Also wirklich, das ist unglaublich. Die Konstellationen waren so, dass ich erst eben aus einem ziemlich müde werdenden, aussagelosen deutschen Kino Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre nach Amerika ging. Und dieses Amerika dann wiederum war für die jungen deutschen Filmemacher so eine Art Feindbild geworden. Man wollte seine eigene Erzählweise finden. Und in dieses Konzept passte ich ganz offensichtlich nicht rein. Ich meine, es ist immer so in Deutschland, wir haben nach wie vor jetzt, vielleicht ein bisschen weniger, aber nach wie vor das Problem letztlich, dass wenn jemand gut aussieht, und sie sehen nun besonders gut aus, ja, dass das dann automatisch einer, wie soll ich sagen, einer künstlerischen Abwertung gleichkommt. Ne? Ja, und dann war das in Italien eben doch ganz anders. Italien ist, was das angeht, sehr selbstbewusst und souverän. Die konnten auch leicht selbstbewusst sein. Als ich nach Italien kam, saß in der Kantine noch zur gleichen Zeit Pasolini und Fellini und Mastroianni. Also die ganz Großen in der Cinecittà, die alle ihre Filme da drehten. Und daraus ist natürlich auch ein Selbstbewusstsein erwachsen. Und die konnten sich leisten, einen Star aus Hollywood zu engagieren. Ganz im Gegenteil, sie fanden das sogar gut und haben gesagt, da bekommen wir einen Kredit bei der Bank, wenn die Sente da mitspielt. Ha un'aria malinconica oggi, signora Richter. Fa diventare triste anche me. Su, venga, ma ti faccio vedere una cosa. Ich glaube, ganz, ganz lange nicht den Mund zugekommen, verstauen. Es war alles anders. Weil, ja, die Mittagspause, jeder kann natürlich auch ein Glas Wein trinken, weil das gehört ja auch zu einem Mahl dazu. Während du ja natürlich in einer amerikanischen Kantine nicht einmal alkoholfreies Bier bekommst, glaube ich. Ja. Und dafür wird dann heimlich gesoffen. Ich meine, alles wird leichter genommen, improvisierter oder so war das zumindest damals. Meine Arbeit in Amerika war sehr stark bestimmt von Disziplin. Und in Italien war es so eine Lebensart, die ich da gelernt habe. Ja, wir haben eine Verabredung, aber entschuldige, ja, ich bin jetzt zu spät. Ach komm, ist nicht so wichtig, oder? Und es ist auch nicht so wichtig. Als die Kinder klein waren und ich ein ziemlich arbeitsloser Schauspieler und die Senta war schon ein Star und wir waren zusammen in Lignano und hatten ein Haus gemeinsam und die Senta und der Michael haben oben gewohnt und wir unten und die Senta war immer hatte immer so Holzsohlenschuhe an, die immer so auf diesen Terrakotta tak 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 und wir drunter immer haben gesagt, ja, das ist schwierig, wie sollen wir das lösen? Wie kann man das Senta sagen, sie soll vielleicht barfuß gehen? Und das war eine schöne Zeit, das war und sind wir gemeinsam ans Meer gegangen und dann sind wir nach Triest gefahren, nach Miramar. Und die Senta, die perfekt Italienisch konnte, weil sie hat in Italien gedreht, hat dort Italienisch bestellt und wir sind daneben gesessen, haben großartig gefunden, die ganze Sache. Das ist mir irgendwo in Erinnerung geblieben, also das war so, das war schön. Als ich 13 war und ganz verliebt war in ein Mädchen in meiner Schule damals,
hat mich meine Mutter mal abgeholt von der Schule und ich habe dann die Ariane, so hieß sie, gefragt, ob sie mitkommen, ob wir sie mitnehmen können noch. Ja, und dann sind wir zu McDonald's gegangen mit meiner Traumfrau Ariane und meine Mutter hat mich dann vor der Ariane beim Essen McDonald's gefragt, ob ich noch mal Pipi machen muss. Und das war natürlich, diese Geschichte habe ich auch in 100 Pro meinen Bruder erzählen lassen, in meinem Film. Das war natürlich, das ist so ein bisschen typisch, also das ist natürlich auch typisch für Mütter. Und wir zwei beide, wir sitzen am Küchentisch und... Schreien. Na ja, also, erzähl doch nicht alles. Aber, also meine Mutter geht mit Kritik genauso schlecht um wie ich, also... Also wir reden laut miteinander. Wegen so. Nicht, also absolut auch Nichtigkeiten, muss man sagen. Ja, nur wegen Nichtigkeiten, oder? Also wir streiten uns auch über Filme natürlich. Über Filme auch gerne, das sind ja keine Nichtigkeiten. Aber selbst beim Film, wenn man da eine andere Meinung ist, also bei uns ist es nicht irgendwie so, dass der eine sagt, ich mag den Film, der ist gut, und die andere sagt dann, nee, ich mag den nicht. Sondern das wird dann, das führt eben auch zum Schreien. Aber warum? Nein, Schreien. Also doch, also leidenschaftliches Schreien und Streiten. Nein, aber warum bist du so aggressiv mir gegenüber? Ich weiß es nicht. Ach, das ist ganz komisch, das ist so ein Pol. Die reiben sich einfach wie ein Magnet, der nicht aneinander passt, die Pole. Ich weiß es nicht. Es geht ganz schnell, dass es sich dann hochspitzt zu einem Geschrei und du hast ja keine Ahnung und so. Aber dann geht es eben auch ziemlich schnell wieder. Und ich bin einfach schon immer nicht so impulsiv. Kannst du das noch? Nein. Das war mein Lieblingslied als Vierjährige, weil ich erst drei. Mein Zeigel steht am Brunnen. Also wird die zwei Tropfen, wenn's noch nicht gesehen führen. Ich kann mich erinnern, wir waren in Salzburg bei den Festspielen, wo sie die Buhlschaft gespielt hat beim Jedermann. Und meine Mutter und ich sind gegangen, irgendwie so ein Spalier von Fotografen, roter Teppich, und alle haben geschrien, Frau Berger, hierher schauen, Frau Senterberger, bitte hierher, Frau Berger, hierher. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, sag mal, Mama, wer ist eigentlich diese blöde Senterberger? Und das erzählt sie auch bis heute ganz gerne, die Geschichte, weil es einfach recht viel aussagt, wie ich finde. Weil für mich einfach der Name Senterberger nicht wirklich eine großartige Bedeutung hat, sondern für mich ist es halt meine Mutter. Wer allzulang auf sich warten lässt und ist der wertest aller Gäste, den muss man mit Zimbeln und Windlicht abholen und führen zu seiner Pflicht. Du schlägst die Lichter mit eigenem Schein. Eines der schönsten Erlebnisse war, es fing zu regnen an und es gibt so eine eiserne Regel für den Domplatz. Nach Abtritt der Buhlschaft, wenn der Tod auftritt, wenn es da regnet, und zwar so schlimm, dass man nicht weiterspielen kann, können die Leute leider nicht umziehen ins große Festspielhaus. Und wenn aber die Buhlschaft auftritt und es regnet, dann wird noch umgezogen, weil dann ist genug Zeit. Und es hat angefangen zu prasseln. Und der Erste, der auf die Bühne sprang, war ein Zuschauer aus der zweiten, dritten Reihe mit einem großen schwarzen Schirm, der den großen schwarzen Schirm über mich hielt. Und ich wusste nicht genau, sollen wir noch weiterspielen? Wird es ein Gewitter? Prasselt es schon? Oder sollen wir noch? Ich wusste nicht, jetzt bin ich mit dem Schirm und mit diesem Zuschauer in einem Lodenanzug, bin ich über die Bühne gegangen und habe mit dem Kurt gespielt. Und es war sensationell lustig. Und so muss es sein. Es ist Volkstheater. Und wenn du das begreifst, dass es das ist, dann spielst du das auch gerne. Das Theater ist ihre große Liebe geblieben. Und dahin kehrt Senterberger immer wieder gern zurück, ob in Wien, Hamburg oder Berlin. Bei Lesungen, wie hier in München, pflegt sie ihre literarischen Vorlieben. Darf ich über den Bühneneingang hinten rum reingehen, ja? Ja, gerne. Gut, danke schön, danke, auf Wiedersehen. Also das Allermeiste habe ich natürlich am Theater gelernt. Das ist klar, weil am Theater wird dir Körpersprache klar. Beim Theater wirst du ja gesehen, von oben bis zur kleinen Zehe. Und du drückst mit deinem Körper ja ständig etwas aus. Ja, es kommt in diesem Beruf in einer Zehntelsekunde alles zusammen. Das Wissen um die Technik, die Anwendung von Handwerk, sich konzentrieren, das ist ganz wichtig, die Konzentration auf das, was du dir vorgenommen hast, deine Fantasie nicht vergessen, aus der das alles entstanden ist, und die Disziplin, das alles jetzt in dieser Zehntelsekunde zusammenzubringen. Und das macht es aufregend. Das macht es schön. Jetzt trink mir noch eine Flasche Wein. Hallo. Ja.
Und das zog den auf dem Boden herumkriechenden Mann augenblicklich in die Höhe, stellte ihn auf die Beine, verhalf ihm zu einem entschiedenen Willen. Jetzt trinken wir nur eine Flasche Wein, erklärte er. Da habe ich also einmal den legendären Mann gesehen, dem wirklich alles ans ist und dem kugelrunde Tränen in die Augen rollen, wenn er daran denkt, es wird dein Wein sein und wir werden nimmer sein. Drum greifen wir zu, solang's noch geht, wird schöne Madeln geben. Ich habe das personifizierte Wiener Volkslied gesehen. Und was war sein Schicksal? Man hat es schmählich hinausgeworfen. Die Senta ist sehr beliebt, weil die Leute erkennen, sie behauptet nichts, sondern sie ist es dann jeweils. Und das ist, weil sie ja doch verschiedene Rollen auch spielt, ist das eine große Qualität. Und das merken die Leute. Sie ist also, wie man so schön sagt, authentisch. Ja. So, und jetzt kommen unsere monatlichen Unkosten. Ja, muss denn das alles jetzt sein? Kann man nicht einmal in Ruhe frühstücken? Miete 2600, Nebenkosten mit Heizung 450, Putzfrau 450. Entschuldigung. Telefonminimum 700, Lebensversicherung 375, Unfallversicherung 112,50 Mark, Hausratversicherung 44 Mark. Helmut rief mich an zu einem Zeitpunkt, wo ich nur noch Theater gespielt hatte, jahrelang, gar nichts gemacht hatte. Und das war auch eine gute Zeit für mich. Und dann haben wir uns kennengelernt, eben bei den Dreharbeiten zu den ersten beiden Folgen. Und dann hat er mir diese Mona geschenkt. Und das war wirklich ein Geschenk. Wo warst denn du die ganze Nacht gestern? Ich hab dich jede halbe Stunde angerufen, aber du warst nicht zu Hause. Oder du warst zu Hause und bist nicht hingegangen. Ich hab die ganze Nacht einen Aufzug gemacht, schon her wie auch schon. Was spinnst du jetzt? Du, wenn du meinst, dass du mir jetzt so eine Szene machen musst, dann ist es besser, du gehst gleich wieder da rein und fährst dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Und da bleibst du dann am besten auch gleich. Das ist ja eine freundliche Begrüßung. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Du brauchst mich nie wieder abholen. Von keinem Flughafen nicht, von keinem Bahnhof nicht, von nie und nirgends. Sie war da, sie war präsent, sie war diese Figur. Und das war hervorragend. Und ich meine, es hat mich sehr gefreut, dass man endlich dadurch mal festgestellt hat, dass diese Frau mehr ist als nur so ein hübsches Ding da. Ja. Und ich meine, die hätte natürlich, wenn sie in Amerika geblieben wäre, hätte die mit Sicherheit dort eine große Karriere gemacht. Gut, es zeichnet sie charakterlich auch aus, dass sie nicht da geblieben ist. Und es hat mich auch in den Augen der Generationen, die mich immer so mit Hollywood-Star abgetan haben, neu sehen lassen. Ich wurde in Deutschland neu erfunden, kann man sagen. Das habe ich wirklich Helmut Dietl und Kiroyal zu verdanken. Und dann anschließend, um dann anschließend die andere Seite, die eben auch in mir steckt, zu zeigen, die proletarische schnelle Gerte. Sagen Sie, ist Ihnen nicht gut? Mir? Warum? Ja, weil Sie atmen so komisch. Ich atme, wie ich immer atme. So. Das, was man so als Erfolg bezeichnet oder das, was so Glamour ist in dem Beruf, ja, das nimmt sie ja überhaupt nicht ernst. Das sagt sie ja, das muss halt irgendwie sein, offensichtlich. Ja. Also dann gehe ich halt da über den roten Teppich. Da ruft dann einer, Senta, will ein Foto machen, macht er sein Foto. Und das ist es. Also sie hat kein eigenes Interesse zu glänzen oder so etwas. Das hat sie mir schon ein paar Mal gesagt. Diese Dame, sie will natürlich was anderes sein. Schnelle Gerti war ja auch dagegen, nicht? Als Taxifahrerin. Und also ihre letzte Rolle, für die ich ihr den Preis überreichen durfte, das war natürlich wunderbar. Kann man nur gratulieren. Senta, ich drücke dir alle Daumen, dass du den verdienten Lohn für diese Arbeit bekommst. Wenn sie nur so viel Zweifel gehabt hätten, nur so viel. Es gab keine Zweifel. An dem Gutachten war nichts falsch. Wäre ich sonst hier? Wäre ich sonst hier? Ich freue mich. Das ist ja auch nur eine flüchtige Sache. Das bedeutet nicht, dass ich besondere
Qualitäten habe. Also ich meine, nicht zwingend. Vielleicht habe ich die sogar, aber darüber denkt man nicht nach. Ich kann mich auch nicht darum kümmern. Man kann immer nur das machen, was man selber gut findet. Und wenn das dann auch noch über einen selber hinaus Leute anspricht und ein Publikum findet, ist es schön, ist es befriedigend, befreiend. Das hier ist schon rein formal fehlerhaft. Der Briefkopf ist falsch und die Unterschriften fehlen. Jevaro gibt's nicht mehr, Frau Böhm. Nicht ich habe diese Prämien beschlossen, sondern der Aufsichtsrat. 80 Millionen? Ich kann achtstellige Beträge als Überweisungen gar nicht in meinen Computer eingeben. Ja, Sie werden da bestimmt eine Möglichkeit finden, Ihren Computer hier auszutricksen. Hm? Ich kann das Geld so nicht anweisen. Und meine Mutter hat einfach nach wie vor Riesenspaß an ihrem Beruf. Also vermittelt sie mir zumindest. Und ich merke das ja auch, wie sie jetzt die letzten Rollen gespielt hat. Das war sensationell. Das war so gut, habe ich meine Mutter, glaube ich, noch nie gesehen. Da kommt noch einiges, glaube ich. Ich verändere mich und das, was mich verändert im wirklichen Leben, das trägt man ja auch in den Beruf hinein. Und ich glaube, es ist nicht so, dass man sagt, ja, sie spielen jetzt ganz andere Rollen als früher, weil sie jetzt ganz anders sind. Ich bin ganz anders geworden und deshalb spiele ich diese Rollen. Ich habe es dem Herrn Rektor erzählt. Also ich habe die Frau Berger gesehen in der Josefstadt, die nun das ganz junges Mädchen. Ja, ja, jedes Jahr, wenn es Herbst wird, fällt mir dieses Lied ein, was wir gesungen haben auf der Bühne. Ich kann den Text nicht mehr, fürchte ich. Ein schöner Herbst, so hell und klar. Ein schöner Herbst macht alles wahr. So ähnlich war es. So ist es 100 Jahre schön, her, ja, mindestens. Na, 100 Jahre nicht. Dass ich Sie also in Jerusalem noch einmal sehen werde, in all den Jahren, hätte ich nicht gedacht. Und den Herrn Dr. Wehrhöfen auch, kenne ich ja auch aus dem Film. Als Regisseur. So, hat mich gefreut, das ist, dass Sie ganz, sich noch ganz erinnern lieb. Können. Das ist Ihre Feder. Alles Gute. Danke Dankeschön. Ihnen auch. Alles Danke. Liebe. Und machen Sie uns noch viel Freude. Das weiß ich. Danke. Ja, ich bin ein sehr unruhiger Geist. Also ich reise sehr gerne. Ich genieße dann auch wieder mein Zuhause. Aber ich bin doch jemand, der gerne aufbricht, andere Sprachen lernt, hört, spricht, Menschen kennenlernt, Gebräuche. Das habe ich sehr früh erfahren, dass alles so ist, wie es ist, zu Hause, und alles aber auch ganz anders sein kann. So, jetzt sind wir wieder in einer anderen Welt. Absolut. Muss man sagen. Wir wollten immer, dass wir Anteil haben an dem, was in der Welt geschieht. Also, ja, wir haben immer wahrgenommen, was politisch geschieht. Wir wollten da nicht eingreifen oder so mitmischen oder so, aber immer wissen. Akademie verleiht den Waldemar von Knöringen-Preis 2000 für Leistungen. Politisches Engagement ist ihr wichtig. Immer wieder äußert sie sich zu gesellschaftspolitischen Themen. Sie sieht sich als Anstifterin, die ihre Popularität nutzt, um anderen Mut zu machen, Fragen zu stellen und Antworten einzufordern. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Herzlichen Dank. Sentas politisches Engagement kommt schon aus der Familie. Die Senta hat sehr stark von ihrer Mutter mitgekriegt, einen Gerechtigkeitssinn und dass man eben etwas, dass man sich nicht korrumpieren lässt. Selbstverständlich habe ich, so wie meine Mutter auch in Deutschland, später zu den Sozialdemokraten geneigt. Und ich verfolge natürlich das politische Geschehen. Ich finde auch, nur einmal ein Kreuz zu machen in 4 Jahren, das ist arg wenig, ne? Und jetzt sind wir so ganz und gar aus der Neugierde für Politik, aus dem Engagement für Politik, aus dem Mitgestalten, sind wir rausgefallen. Das ist so eine allgemeine Lähmung, das ist so eine materialistische Zeit, wo Menschen das Gefühl haben, es lohnt sich ja gar nicht zu engagieren. Ich würde den Wahlzettel lieber ungültig machen, als gar nicht hingehen. Ich habe ja auch Pflichten als Staatsbürger, oder? Meine Eltern sind ja auch politische Menschen, meine Mutter auch. Und
Das ist auch was, wo sie mich sicherlich sehr beeinflusst hat. Und da, ja, schon das. Themen, wo wir nicht ganz einer Meinung sind. So, ja, aber muss man ja jetzt nicht ausbreiten. Und ansonsten geht es schon, wir sprechen auch viel über Film. Doch, so, also das, wo halt ihre Leidenschaft auch liegt, ja. Ja, wo ist er? Daheim. Habt ihr nach Hause gehen lassen? Eva, das ist ein junger Bursch, der ist noch nicht fertig. In meinem Beruf ist man auf sich zurückgeworfen. Du bist selbst dein eigenes Maß, du bist selbst dein eigener Richter, du kannst auch ungerecht sein als Richter, aber du musst immer wieder dich in Frage stellen, glaube ich, um zu erkennen, wo du überhaupt stehst. Und daher kommen diese Selbstzweifel und daher kommt auch die Unsicherheit, die mich ein Leben lang schon begleitet und mit der ich mittlerweile künstlerisch arbeite. Wir bauen schon an einer Zukunft, wo wir vielleicht ein bisschen weniger arbeiten. Ja, wo wir auch Freude daran haben, zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Toller Stoff, aber wir machen es nicht. Ja, jetzt reisen wir mal. Bei euch, Selene, falle ich nicht rein, das sage ich euch. Nein, das verlangt um Gottes Willen keiner. Danke. Danke. Was für ein schönes Licht. Sehr schön. Wir suchen immer wieder Stoffe und haben gesagt, wir wollen nicht diesen gleichen Mechanismus, den wir in Schwarz Martin und in Liebe und weitere Katastrophen, den wollen wir nicht weiter bedienen. Wir würden gerne einen Stoff haben, der was ganz anderes macht. Sagen uns beiden Stoff, oder das ist vielleicht ein Stoff. Momentan haben wir vielleicht einen Stoff. Ob das was wird, weiß ich nicht. Ich mache halt so selten was. Ne? Also von mir allein kann man nicht leben. Ja. Nicht aber ich selber. Ich mache nur alle 5-6 Jahre was. Aber ich mit der Center immer gerne. Also die würde, wenn es sowas gäbe wie ein festes Ensemble, würde die Senta da einen ganz hervorragenden Platz einnehmen bei mir. Der Beruf ist toll, der Beruf ist wichtig, der fordert einen, für den muss man auch Opfer bringen. Ja? Aber die Opfer, wenn es dann an das Familienleben geht, die muss man so klein wie möglich halten. Das Glück, das mir natürlich auch zugefallen ist und das Aufgehobensein in einer Familie, dass mir das so bewusst ist, dass ich das ganz bewusst genieße, dass ich es genießen kann, dass ich es erkenne. Es ist eine glückliche Fügung des Schicksals, dass sich zwei Menschen gefunden haben, die dann auch irgendwie Jahrzehnte später noch den Alltag miteinander verbringen wollen, meistern wollen und die sich immer wieder was Neues zu erzählen haben gegenseitig. Ich glaube, das ist auch die Stärke so bei meinen Eltern, dass es einfach wirklich nicht langweilig wird. Auch wenn wir da mal für ein Abendessen da sind oder so, merkst du einfach, die haben sich immer noch was zu sagen. Die wollen einfach noch nicht aufhören. Die wollen noch Gas geben. Und außerdem wollen sie auch schauen, was machen denn die Kinder? Was wird denn aus den Kindern? Und solange diese Fragen noch offen sind und zu beobachten sind, bleiben die einfach am Ball, glaube ich. Mein Stolzis. Katze. Die Katze. Ich spielen wir weiter. Klar spielen wir weiter. Ah, nichts wäre ein Kind.